Läden. Nun ist das Urteil gesprochen. Bis 2015 bleibt der Tromsø, wenn auch unter anderem Namen, aber mit dem gleichen Nazi-Sortiment erhalten. Wäre der Rechtsweg die einzige Form des antifaschistischen Intervention, hätten wir heute verloren. Aber das Sortiment ist größer als Anwälte und Gerichte. Davon müssen wir jetzt Gebrauch machen und den Druck weiter aufrechterhalten. Es gibt in Berlin zu viele Orte, an denen die Nazis ihr Gedankengut und auch ihre Produkte vermarkten können. Der Tromsø ist nur ein Beispiel neben Henker, Hexogen, dem Laden in der Lückstraße und der NPD-Zentrale. Diese Orte nutzen sie immer wieder als Treffpunkten vor Demos und um gemeinsam von dort aus Jagd auf all die zu machen, die nicht in ihr Weltbild passen. Trotzdem sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass durch antifaschistische Intervention schon so einige Rückzugsräume der Nazis geschlossen wurden. Ob es sich um die Kneipen wie die Kiste, das Café Germania handelt oder die Läden Horrido ebenfalls in Lichtenberg oder den Tjörnsbeck in Mitte. Konsequenter antifaschistischer Widerstand hat zum Ladenschluss geführt. Zielführend war in diesen Fällen ein breiter Protest auf allen Ebenen. Von Anwälten bis Kot wurde alles gegen die Läden eingesetzt. Viele Demonstrationen haben geholfen, den Druck in der Öffentlichkeit und auch auf die Vermieter zu verstärken. Diesen Druck hätten angemeldete Demos und Anwälte allein nicht aufbauen können. Die Vielzahl antifaschistischer kreativer Aktionen, die konsequent die Versicherungskosten hochgetrieben haben, sowie die Fassaden dieser Lokalitäten verschönert haben, sind essentieller Teil des Protests. So muss es auch weitergehen. So muss es auch weitergehen gegen die Orte, die den Nazis noch zur Verfügung stehen. Denn trotzdem muss klar sein, dass Kündigung nicht sofort auch Schließung heißt. Der Druck muss aufrechterhalten werden, sowohl auf Vermieter als auch auf Betreiber. Denn jeder Laden, in dem sich Nazis treffen können und ihre menschenverachtende Ideologie verbreiten, ist ein Laden zu viel. Wir fordern, alle Nazi-Läden schließen, und zwar sofort. Antifa ist Angriff. Sorry, kommt Musik gegen Tromsø. How does it feel to be alone on the earth?